Was? Warum denn? Ja, hallihallo, liebe Kasperschaft und natürlich auch liebe otonische Otologen aus Otterswang. Ding. Es ist Sonntag, genau, das wollte ich sagen. Es ist Sonntag, mein Name ist Arbeitspulli, die Leute sagen immer, dieses hier. Also Fräulein Hilde, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Genau, Fräulein Hilde spielt auch nicht mehr mit, die hat keinen Bock mehr, denn Ernst ist in Haft. Also wir sind fertig mit Ernsthaft, machen aber sonntags unsere gewohnte Pause von der Chronologie. Und da dachte ich mir, bevor wir mit Lachflat oder Jackie Payne weitermachen, sehen wir uns mal was ganz anderes an. Nämlich, vielleicht schaffe ich es diesmal, ich habe jetzt schon zwei Aufnahmen versaut, weil ich falsch geklickt habe. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Jawohl, es hat geklappt. Wir sehen uns einen kleinen Ausschnitt aus dem Teamspeak an. Psyche, Frauendating und ein Rudi-Traum. Vom Mittwoch, dem 21.06.2017, klarer Himmel 15 bis 31 Grad, also schön warm. Ich mache wieder die Hamster an, wir lehnen uns zurück und hören uns an, was da so geredet wurde. Im ganz normalen Teamspeak-Raum. Equal goes it loose. Hier, klick. Du kannst ja nicht pauschal sagen, wie du Frauen im Generellen anschreiben solltest, ne? Sondern du, das ist ja ganz individuell. Du guckst dir ein Profil an, was hat die Frau reingeschrieben, was für Interessen hat denn die Frau von sich. Ist halt immer ein bisschen blöd, diese Dinger. Sie fangen meistens irgendwo in der Mitte an. Aber nach hinten raus ist noch viel Luft. Also es geht wohl darum, wie man Frauen anschreibt. Ich persönlich schreibe nie Frauen an. Wenn ich Frauen anschreiben würde, würde ich es aber versuchen mit Hallo zum Beispiel oder Guten Tag. Sowas in der Art. Preisgegeben und gehst dann ja eher so auf das ein. Also du, man kann halt nicht pauschal sagen, ich schreibe jetzt meinen Namen und was mich so ausmacht als Menschen, sondern um so eine Kommunikation starten zu können, muss man ja auch erstmal auf das eingehen, was die andere Person preisgibt. Was sie preisgibt? Geht es jetzt um Preußen? Ja, das mache ich auch. Ich schaue meistens, pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel bei manchen Inserate ist in der Bitte dabei. Ah, es geht um Inserate. Also eBay quasi. Gut. Man schreibt jetzt also eine Frau an auf ein Inserat hin, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Küchenzeile zu verkaufen hat. Dann schreibt man die an. Wie macht man das? Also ich würde jetzt vorschlagen, ich bin da kein Fachmann, würde aber spontan sagen, wie wäre es mit Hallo? Hätte Interesse an ihrer Küchenzeile? Ist die noch zu haben? Wenn ja, eventuell sind da nicht alle Beschreibungen drin, so von Maßen oder was für ein Material das ist oder was letzte Preis, bringst du vorbei, muss ich abholen, ist okay, wenn mein Cousin das abholt und ich bringe das Geld nächste Woche oder sowas, sowas in der Art. Darum geht's jetzt wahrscheinlich. Und die Mehrheit, das sind ja sehr freizügige Bilder, die Mehrheit von den Kerlen, so wie ich. Die stellen freizügige Bilder von ihren Küchenzeilen auf eBay rein? Wie sehen denn freizügige Bilder von einer Küchenzeile aus? Sind da die Schubladen offen oder was? Sie kennt, schreibt halt, wow, wunderschöne Vagina oder extrem geile Brüste. Bei Küchenzeilen? Also ich glaube, ich bin gerade irgendwie im falschen Thema. Und ich schaue dann mal wen genauer hin, weil ich bin keiner, ich schaue hin, ja, geile Titten, sondern ich schaue hin und sage, ah, hey, schöner Leberfleck da an der Stelle zum Beispiel, oder interessantes Tattoo, wie kam es dazu, so ungefähr? Ja, wie kam es wohl zu einem Tattoo? Schwierige Frage. Eventuell hat sie sich gedacht, oh, ich hätte Bock auf eine Tätowierung. Ich gehe mal zum Tätowierer meines Vertrauens, frag, ob der Zeit und Lust hätte, mir eventuell irgendwo noch was in die Haut zu kratzen. Ich schreibe Berichtform oder ich versuche das auf verschiedenste Weise. Und wie gesagt, statistisch gesehen sollte man ja zumindest einen Minimumsatz setzen. Von 300 Leuten, was schätzt du? Man sollte statistisch gesehen einen Minimumsatz setzen. Wie lang ist denn so ein Minimumsatz? Kommt da ein Komma rein oder jetzt? Wie viele mir geantwortet haben? Nur einmal geantwortet, wohlgemerkt. Ja, aber
Also ich bin halt einfach der Meinung, dass es dann die falsche Plattform ist, weil ich habe schon so den Eindruck, dass du ja nicht nur auf der Suche nach Statistik Sex bist. So. Es geht nur um die Statistik. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Antwort bekomme, es gibt da, man sollte ein Minimum an Dingen ansetzen können. Ja, also man sollte immer ein Minimum an Dingen ansetzen. Ich bin aber auch schon sehr gespannt, wie die Statistik aussieht, wenn man auf eBay Frauen, die ihre Küchenzeile verkaufen wollen, anschreibt mit Hallo, schönes Tattoo da neben deiner Mumu. Das, ich schätze mal, die Hälfte blockt einem sofort. Ein paar fragen vielleicht, bist du bekloppt? Einige fragen, soll das ein Scherz sein oder keine Ahnung. Was schätzt du? Einfach nur eine Zahl. Ja, man kann das ja nicht pauschal sagen. Du kannst ja nicht pauschal sagen. Nee, also eine Statistik ist ja an empirische Daten angegliedert, ne? Also es müsste halt eine empirische Studie dazu geben, wie oft man im Schnitt bei sowas eine Antwort bekommt, um überhaupt sich auf eine Statistik berufen zu können. Deswegen kann. Ja, dann würde ich sagen, diese Studie könnten wir jetzt alle gemeinsam mal anstellen. Also geht auf eBay, guckt nach Küchenzeilen und schreibt den Leuten einfach mal irgendwie schöner Leberfleck an den Hupen oder nette Tätowierung am Wurstfach und guckt einfach mal, wie viele Leute schreiben euch zurück. Kann ich jetzt nicht pauschal sagen. Leute oder 40 Leute, die da. Das war natürlich ein Scherz, hallo. Mitmachen, die da drin sind. Die zwar kein Interesse an mir haben oder die ich nur so aus dem Freundeskreis kenne oder aus dem Bekanntenkreis oder die ich später mal kennengelernt habe. Wenn ich mir alle 40 Leute anschaue, die sagen, ja, so sind Frauen und Männer dabei, und da sage ich einfach mal, und das ist jetzt eben Eigenerfahrung, wie gesagt, Statistik hin oder her, keine Ahnung, aber einfach nur mal aus der Situation heraus. Ich würde sagen, oder ich kenne das auch von den Leuten, die kriegen 50 Nachrichten und auf ungefähr 10 davon antworten sie. So. Oder sie machen ein Inserat und bekommen ungefähr 300 Nachrichten. Und darauf antworten sie dann auf, keine Ahnung, 100 Stück oder so. Und das ist einfach mal eine, das sind einfach mal Daten, die ich aus eigener Erfahrung, beziehungsweise die ich aus Ding heraus kenne. Aus Ding heraus kenne ich auch viele Daten. Also viele dieser Nachrichten landen auch später als Screenshot auf Twitter oder angeblich auch bei Facebook. Keine Ahnung, ich bin nicht bei Facebook. Aber auf Twitter sieht man sowas häufiger. Ja, also mein Bekanntenkreis halt. Und das heißt, rein statistisch gesehen, müsste ich auf die 300 Nachrichten mindestens mal, was sind jetzt 50 Antworten, die wir gekriegt haben, im Laufe der letzten 4-5 Jahre. Tatsächlich habe ich nicht eine bekommen. Woran mag das wohl liegen? Was sagt das über mich aus? Ich, wenn ich jetzt halt überlege, wenn ich jetzt auf so einer Bums-Seite angemeldet wäre. Ach, das geht gar nicht um eBay. Nee, wenn du halt gerade, du hast ja gerade gesagt, da sind halt irgendwie freizügige Fotos, wo auch Vagina und Brust zu sehen sind. Na, also bei eBay, wir kennen auch die Bilder, ne? Manchmal die Leute fotografieren irgendeinen spiegelnden Gegenstand, den sie verkaufen wollen. Und naja, wie gesagt, es ist ein spiegelnder Gegenstand. Man sieht dann ein Spiegelbild von der Person und fragt sich, warum ziehen die sich nichts an zu Hause? Ist es da so warm? Oder was soll das? Gucken die sich das Bild nicht an, bevor sie es hochladen? Dann ist es jetzt, ja, oder, also wenn mich jetzt ein Mann anschreiben würde mit, wie kamst du deinem Leberfleck? Ich wüsste da keine Antwort drauf. So. Nee, das ist sowas, schreibe ich in Bezug aufs Tattoo. Ja, wie kommt man eigentlich zu einem Leberfleck? Ich habe keine Ahnung. Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ist das genetisch oder kommen die im Lauf der Zeit? Kennt sich da irgendjemand aus? Ist irgendwie ein Autologe anwesend, der uns das mal erklären kann? Wo hast du das Tattoo her, beziehungsweise hat das Tattoo eine Bedeutung für dich? Also meine Tattoos habe ich alle von Bazooka Joe. Wenn man den Kaugummi auspackt, ist da immer so ein Ding drin, das macht man nass, dann rubbelt man es auf die Haut, halten nicht allzu lange, sehen aber gut aus. So weiter, sowas eben. Also ich versuche halt nicht direkt zu sagen, boah, geile Titten, lass ficken, weil es ist meiner Meinung nach einfach zu, wie heißt es, dringlich. Ja, es hat was, es lässt einen gewissen Stil, sagen wir mal, es wirkt etwas stillos.
man sollte schon ein bisschen Knäfrau zum Beispiel lassen. Aber nicht so, ey, hallo, hä, Bock. Hä, hä. Wobei, ich denke mal, gibt auch genug Leute, die auf sowas anspringen, weil die auf derselben Ebene sind. Fühlt sich eine Frau ja normalerweise, das kannst du ja vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, keine Ahnung, wie du dazu stehst, aber sowas ist doch nicht so aufdringlich, oder nicht? Ich weiß nicht, also als Frau, interessantes Tattoo. Ich würde halt irgendwie als Frau mir gar nicht wünschen, dass der Typ aufs Aussehen eingeht. So. Also ich möchte angeschrieben werden, wenn ich online auf einer Plattform eine Nachricht lese und da drinnen steht irgendwas, worauf das so steht oder so, dann versuche ich natürlich darauf einzugehen. Das mit dem Bild war ja nur ein Beispiel. Gut, also da muss ich jetzt aber auch ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht aus, aber ich denke mal, auf so einer Dating-Plattform, wo man dann ein Bild von sich reinstellt, möglichst noch freizügig und vielleicht noch irgendwelche Vorlieben, dass dann die ersten Kontaktaufnahmen sich dann eher auf das, was offensichtlich ist, beziehen und nicht auf, oho, mag es wohl sein, dass Sie gerne Wagner hören. Könnte man eventuell gemeinsam mal nach Bayreuth radeln? Ich besitze ein Tandem. Also, da müsste das dann auch schon irgendwie drinstehen im Inserat, so, ey, hier habt ihr ein Nacktbild von mir, übrigens, ich höre total gern Wagner. Steht das da drin? Ihr seid doch häufig auf solchen Seiten, erklärt mir das doch mal. Achte nicht aufs Aussehen. Das Einzige, worauf ich beim Aussehen bei einer Frau wirklich achte, und das nur, weil ich sie nicht davon nicht angezogen fühle, ist das Gewicht. Wenn sie so extrem schwer ist, wie ich jetzt zum Beispiel oder sowas. Das ist das Einzige, worauf ich achte beim Aussehen. Ob sie jetzt kein schönes Gesicht hat, ein schönes Gesicht hat, das interessiert mich alles nicht. Das war nur ein Beispiel. Also es war ja nicht pauschal, das war jetzt nicht pauschal ausgedrückt, sondern einfach nur als Beispiel gedacht. Ich habe ja mal gehört, jüngere Männer achten bei der Partnerwahl, also so, wenn es rein nach der Optik geht, so auf Oberweite. Etwas ältere Männer achten ja aufs Gesicht, weil die gelernt haben, man sieht das viel häufiger. Und ich glaube, das stimmt. Ja, okay, dafür waren es halt sehr sonst bekleidete Körperteile, die du als Beispiele angeführt hast. So. Deswegen bin ich jetzt schon. Die meisten Männer würden darauf eingehen. Oder zumindest das, was man vom klassischen Mann zu erwarten würde. Und ich versuche. Also von einem klassischen Mann würdest du erwarten, dass er bei der ersten Kontaktaufnahme mit einer Frau sagt, ey, scharfe Hupen, tolles Wurstfach. Wie viele klassische Männer kennst du und wie klassisch sind die eigentlich? Also ich habe sowas noch nie, auch nicht bei der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Kontaktaufnahme gesagt, auch nicht bei einer Partnerin, der... Jetzt mal ehrlich, wenn ihr, selbst wenn man in einer Beziehung ist, das hat man doch nicht, übrigens, scharfe Mumu. Oder als Frau umgekehrt, ey, übrigens, was ich ja schon immer mal sagen wollte, toller Schniepel. Hallo? Auf etwas einzugehen, was hat eine Frau nicht gleich so bedrängt, was die Frau sich nicht gleich so, die will nur Sex oder so haben. Deswegen sollte man auf was anderes eingehen, zum Beispiel. Oh, tolle Kniescheiben, wie ich sehe, haben sie sie vorne. Das ist dann was, das sieht man, der ist aufmerksam. Dem fallen Details auf. Ist auf der Plattform Felix Fake Accounts, hast du dich da mal schlau gemacht? Ja, wie gesagt, das ist unterschiedlich. Also, was das Magazin angeht zum Beispiel, ich kenne die Frau in dem Laden, wo ich mir das immer hole, weil es halt ein Sexshop ist, da bin ich öfter mal, da hole ich mir ab und zu mal was. Und die sagt halt zu mir, dass die halt sehr, sehr viele Kundinnen hat, die da halt Nachrichten kriegen und auch am Sachen antworten, was weiß ich. Hallo. Hallo. Moment, also es ist ein Magazin, das kaufst du dir irgendwo in der Nähe, in einem einschlägigen Shop. Und sie hat viele Kundinnen, die in diesem Magazin inserieren und viele Nachrichten bekommen. Also gehen die Kundinnen dann in den Laden und kaufen sich das Magazin und sagen zur Verkäuferin, auch übrigens, hab wieder 70 Nachrichten bekommen auf mein Inserat letzte Woche. Also weiß ich, aber die normalen Gespräche so an der Wursttheke oder beim Bäcker sind mir da doch irgendwie lieber. Also das mal nur als Beispiel vorab. Und jetzt, das ist gerade Scherz. Weißt du, wie viele Frauen ich angeschrieben habe, wie viele ich geliked habe oder so und wie viele Antworten ich bekommen habe? Nein, bestimmt alle und keine. Tausend Frauen, die ich geliked habe
Habe ich bestimmt keine einzige Antwort bekommen. Hast du, was ist gerade ohne dein Profil gewesen zu sein? Unterschiedlich, manchmal ja und manchmal nein. Also ich gucke mir dann immer das Profil an, damit ich auf beiden Seiten. Die Hälfte von den Frauen habe ich bestimmt auch, mit Profil und so weiter angeschaut. Ich bin zwar nicht lange dabei. Es heißt so viel wie, mach mal einfach was, unternehmen ja, was. Genau, richtig, ja. Das ist ein Pseudonym für, geh mal was machen. Genau. Was unternehmen. Ein Pseudonym für, geh mal was machen. Geh mal was machen. Ich kenne Leute, die sagen das zu ihrem Hund, wenn sie Gassi gehen und er einfach nicht sein Geschäft macht, dass sie dann sagen, komm, nun geh doch mal was machen. Aber ich glaube, da ist jetzt wieder, da geht es um was anderes, oder? Kann auch sein, dass es beide nur eben sehr... Ihr merkt schon, das ist überhaupt nicht das Thema, bei dem ich mich auskenne. Nee, komme ich nicht. Aber ich glaube, das ist fränkisch bzw. bayerische Geste eigentlich einfach nur. Also bei uns, also ich kenne das einfach nur als Gestik, geh mal einfach was unternehmen. Ich würde halt trotzdem, ich will halt irgendwie zumindest wissen, wofür interessiert er sich, so, bevor ich mit dem... Das kann man ja dann besprechen, wenn man sich trifft. Ja, aber da ist... Ja, das ist ein guter Plan. Also man nimmt Kontakt auf und um zu erfahren, für was interessiert sich der andere überhaupt, da trifft man sich dann schon. Das macht man beim ersten Treffen am besten bei der Zigarette danach. So, sag mal, wie heißt du eigentlich? Was hast du für Interessen? Also ich würde schon denken, sowas macht man vorher, um einfach mal zu gucken, ist das überhaupt ein Mensch, mit dem ich klarkommen würde, wenn der mir in der Realität über den Weg laufen würde? Oder würde ich da denken, was ist das denn für einer? Es ist halt einfach leichter, das vorab zu klären, weil wenn es nicht passt, kann man auch einfach das Fenster wegixen. Das kannst du auch schon davor machen. Sympathisch. Genau. Ja, wenn dir die Frau könnte sagen, ja, gerne kannst du mich einladen, und dann hört das Gespräch ja nicht auf. Meistens. Man sagt immer so, und was geht's dir so und weiß ich nicht, was machst du so? Man fragt ja immer ein bisschen nach. Ja, weiß ich nicht. Rainer, wie würdest du das denn machen? Also wenn, du würdest deine Frau einfach anschreiben und sagen, hey, hast du Bock, was zu machen? Und dann triffst du dich mit der auf einen Kaffee und einen Kuchen oder was? Dann gibt es einen Bienenstich und einen Muckefuck oder was? Das ist nur ein Sprichwort, wie gesagt. Wie gesagt, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, wie gesagt, ein Sprichwort in erster Linie. Und man sagt das halt in erster Linie bei uns halt zum, ja, lass uns das nehmen, wir machen jetzt was, wir gehen jetzt irgendwie unterwegs was tun oder so. Wir gehen jetzt unterwegs was tun. Ja, was denn zum Beispiel? Moment, ich war gerade abgelenkt. Hat das jetzt hingehauen mit dem Bild? Scheiße, muss ich näher hin. Kennt ihr das noch aus diesen etwas älteren Filmen, wenn sich Leute auf so einer... Gut, das waren dann natürlich damals in solchen Filmen andere Plattformen ohne entsprechende Fotos, wo sie sich dann verabredet haben, wir treffen uns dann und dann im Museum, sie erkennen mich an der weißen Nelke im Revier oder sowas. Also ich meine, das wäre mir doch um einiges lieber als hier so mit der Tür quasi ins Bett fallen. War einfach sehr charmant ausgedrückt. Also ja, ich habe auch immer Lob bekommen deswegen. Ja, also ich kenne das halt einfach so, ja, lass uns nehmen. Und das andere ist, wo war ich jetzt noch? Oh, kacke, hier sind Leute unterwegs. Der Fuck. Warte mal, das würde ich ausprobieren. Greift er mich an, auch wenn er mich erkennt und ich kein Schwert ziehe? Das würde mich interessieren. Was spielst du denn? Der Breath of the Wild. Okay. Dann macht sich jetzt das ADS bemerkbar bei der Ablenkbarkeit. Nicht unbedingt, das ist jetzt in dem Fall nur, greift er mich jetzt an? Ja, offenbar schon. Das sind ja komische Gegner. Also, da finde ich jetzt Herr der Ringe zum Beispiel deutlich besser. Also auch in den Filmen sieht man ja, wenn die Elben durch die Gegend laufen und ein Rudel Orks kommt. Solange der Elb kein Schwert zieht, erkennen die Orks ihn nicht und wissen nicht, aha, das ist ein Gegner, den müssen wir jetzt angreifen. Die gehen dann einfach an ihm vorbei, sagen, moin, schöner Tag heute. Finde ich viel besser, ist auch realistischer. Ja, normalerweise sind es ja voll die ehrenhaften Kämpfe.
Leute. Die greifen einen, glaube ich, nicht an, wenn man sie nicht angreift. Aber ja, offenbar ist das ein Fehler gewesen. Gottes Willen. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich bin gleich drauf und ich habe nichts zu essen. Scheiße. Das Button-Gesmashe müsst ihr euch jetzt vorstellen, man hört es leider nicht. Entschuldigt, wo waren wir gerade? Bei Zellat, Brett of the Wind. Ja, wie du die Frau denn ausführen würdest. Ach so, ja, genau. Ja, das ist doch eigentlich schon eine Fangfrage. So, wie würdest du die Frau denn ausführen? Da kannst du eigentlich so gar nicht richtig drauf antworten, weil wenn du jetzt sagst, ja, ich würde mit ihr zum Beispiel, keine Ahnung, in ein Café gehen, ist schon mal falsch, weil du solltest ja vorher schon mal wissen, was will die überhaupt? Vielleicht sagst du, oh Mensch, ich gehe mit dir in ein Café und wenn du sie vorher gefragt hättest, hättest du dir gesagt, oh, ey, mit Kuchen kannst du mich jagen und Kaffee, da bin ich allergisch, schon beim Geruch wird mir übel. Da wäre es dann vielleicht besser, vorher schon ein bisschen so Smalltalk zu machen, zu gucken, was hat der Mensch für Vorlieben, was kann er nicht ausstehen und dann beim ersten Treffen das individuell anpassen, dahin mit diesem Menschen gehen, wo er gerne hingehen würde. So ohne ihn direkt zu fragen, sondern dass er merkt, ei, entweder hat er ein sehr gutes Gespür oder er hat mir wirklich zugehört. Weil wenn man Menschen das Gefühl gibt, dass man ihnen zugehört hat, da freuen die sich. Es muss nicht stimmen, die müssen es nur glauben. Ich hoffe, meine Mulle hört das Video nicht. Ist denn überhaupt schon mal so weit? Das ist genau das, was ich gemeint habe. Eben nicht. Also nicht mal, dass man sich rein, dann... Rein statistisch gesehen, sollte es mindestens ein bis zweimal schon so weit gekommen sein, finde ich. Einfach, weil es gar nicht möglich ist anders. In meinem Umkreis, darum geht es ja auch die ganze Zeit. Ich kenne viele in meinem Umkreis, die das halt nicht haben, das Problem. Ja, die haben vielleicht andere Probleme nicht, Rainer. Vielleicht ist es ja wirklich etwas, was speziell nur bei dir vorkommt. Was dafür sorgt, dass keine Reaktion auf deine Kontaktaufnahmen erfolgen. Vielleicht konnten die auch einfach nicht lesen, was du geschrieben hast. Wir wissen ja, du hast ja gelegentlich dieses Lars und ADAC und du schreibst, da, man muss zum Teil schon echt rätseln, was das eigentlich bedeutet. Nein, aber es ist ja nicht nur das Internet. Ich meine, wie gesagt, noch bevor ich im Internet irgendwas gemacht habe, ich habe das noch... Ich habe das ja auf Magazine und so weiter auch schon gemacht. Und da werden die Briefe ja dann weitergeschickt und alles. Also da hat das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Ja, aber diese Magazine, Rainer, die sind halt auch wieder, du bist dann halt erstmal nur ein Text. Ja, und den Text sollte man dann halt auch lesen können. Du bist einfach nur ein Text. Ich schicke ja Bilder und alles auch mit, von daher. Rainer, guck mal. Ja, Bilder... Ich weiß, wenn man jetzt so direkt auf die Optik eintrischt, aber guck mal, wenn du ein Bild von dir schickst, und wir wissen ja, was für Bilder du zum Teil an Frauen verschickt hast, um es mal so auszudrücken, das ist jetzt nichts, wenn ich eine Frau wäre, wo ich sagen würde, hui, toll, und wenn dann auch noch ein Text kommt, bei dem ich mich frage, hat da einer einfach mit dem Kopf auf die Schreibmaschine drauf gehämmert? Und das Blatt rausgezogen und gesagt, jo, passt schon, in Briefumschlag und losgeschickt. Nee, das ist dann 2 von 2 durchgefallen. Okay, dann bist du halt auch ein Bild. Aber du bist halt kein Mensch, so als Ganzes mit Gestik und Mimik und Geruch und Bewegung und Gang. Leute, die sich in sowas anmelden und die damit Erfolg haben oder die sich damit auskennen, das ist halt nichts anderes. Ja, aber die haben halt andere Bilder und andere Texte. Und da ist das ja nicht selten der Fall. Ich meine, da kennt man das ja. Ich meine, wie gesagt, ich kenne ja genug Leute, die sich da auch bewerben, die da auch was machen und so weiter. Entweder habe ich die Leute später kennengelernt. Er kennt ja eigentlich jeden. Also es ist schon toll, was er für einen Bekanntenkreis hat. Aus jeder Berufsgruppe kennt er Leute. Er kennt Leute aus allen möglichen Ländern, mit allen möglichen Hobbys und Vorlieben. Das ist schon toll. Über andere Geschichten und so weiter, oder ich habe halt hier und da mal jemanden erkannt, den ich halt aus dem Real Life schon gekannt habe. Also ich, okay. Und die haben halt alle damit Erfolg, nur ich halt nicht. Ja, weißt du was, dann würde ich die Scheiße einfach sein lassen. Gute Idee. Oder einfach mal die anderen fragen, sag mal, wie macht ihr das eigentlich?
Das wäre natürlich auch eine Option. Wo du keinen Erfolg hast, schieb das beiseite. Und ich dann sonst irgendwie soll ich das machen? Richtig, genau. Das ist, wie kann ich das dann anders schaffen? Weil jetzt gerade habe ich so, du hast zum Beispiel gesagt, ja, mal die Stimme von dem kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wieso klappt es bei mir nicht? Du beziehst das, diesen Misserfolg, beziehst du dann auf dich als Mensch und das ist der Fehler. Natürlich. Das darfst du nicht. Ja, das ist aber genau der Punkt. Das ist ja genau das Problem. Ja, ich sehe das als Problem, ja, stimmt. Nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil du so raus, habe ich das Gefühl, dass du... Ja, und je länger der Misserfolg da ist, desto höher wird auch die Erwartungshaltung gegenüber dem, was dann mal erfolgreich sein wird. Ja, und eventuell wird man dann auch irgendwann so ungeduldig, vielleicht sogar biestig. Stellt euch mal vor, ihr schreibt jetzt wirklich 300 Personen an, so über mehrere Monate verteilt, in der Hoffnung, dass vielleicht sich mal was ergibt und ihr vielleicht mal einen Partner gern, auch für Längeres, also was Festes, und es wird und wird nie was draus. Irgendwann schreibt man doch beim ersten Kontakt dann gar nicht mehr so, ja, hallo, ich bin der Peter und ich mag Züge und ich klebe gern Briefmarken in mein Album. Ich weiß, die Rückumschläge funktionieren und all sowas, sondern einfach nur, jetzt schreib halt zurück, du blöde Nuss oder so. Also irgendwann, ihr kennt doch diesen Sketch mit dem Typen, der sich beim Nachbarn eine Tasse Mehl leihen will. Und unterwegs redet er sich in so eine richtige Rage rein. Weil er sagt, ah, wenn ich jetzt klingel bei dem und sage, kannst du mal eine Tasse Mehl für mich? Dann fragt er bestimmt, was mit dem Rasenmäher ist, den ich mir letzte Woche von ihm geliehen habe. Und der Lärm, den ich da gestern Abend und dies und das. Und wer dann richtig sauer, also der richtig redet sich in Rage. Und dann klopft er beim Nachbarn, der macht auch und sagt, hey, scheiße auf dein Mehl, du Arsch. Knallt die Tür zu und geht wieder. Und sowas könnte da natürlich auch passieren. Hätte wahrscheinlich schon auch keinen Erfolg, aber könnte lustig sein. Also für Zuschauer. Eventuell auch das, ja. Weder das eine noch das andere. Ja, psychologisch ist es halt echt so. Ich bin psychologisch nicht erklärbar. Das ist das Gleiche wie mit den Hatern. Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit den Hatern. Ja, denen erzählst du das auch immer und auch da ist es Quatsch, Rainer. Klar, ich beziehe das auf mich als Mensch. Das stimmt schon. Habt ihr recht. Es ist so, weil es einfach so ist. Aber, wartet mal. Ja, hier. Ist ja schon. Das ist so, das sehe ich so, weil es so ist. Aber, ich beziehe das Ganze nicht auf die Situation, dass ich, das ist mich interessiert die ganze Sache genauso wenig, wie die Hater an sich. Das ist nichts anderes wie die Hater. Ja, jetzt sind wir aber auch wieder bei einem anderen Thema. Ich würde jetzt einfach mal bei der was ich gemeint habe, ist, bei den Hatern interessiert mich das ja nicht, was die machen. Und das ist bei den Frauen das Gleiche im Prinzip. Und du meinst, das bedeutet, dass du psychologisch nicht erklärbar bist. Also ich würde einfach mal jetzt so aus dem Bauch heraus behaupten, jeder Psychologe würde jetzt spontan sagen, genau das bedeutet, dass du psychologisch sehr leicht erklärbar bist. Interessiert dich nicht, was die Frauen machen? Nee, es interessiert mich nicht auf Dauer, was da passiert. Also du meinst, also, es interessiert dich jetzt nicht dauerhaft, ob dein Liebesleben erfolgreich ist? Das ist gar nicht so einfach, das zu erklären, wie ich das meine. Doch, also das schon, aber Schaden natürlich. Bei den Hatern ist es genau dasselbe. Die Hater brüsten sich immer damit so, jetzt ist er voll fertig und er ist voll im Arsch und bla. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, das ist korrekt. Hat ihn nie wirklich interessiert. Da kommen halt mal irgendwelche Leute, laufen durchs Dorf, hat ihn nie gejuckt. Warum auch? Oder wenn irgendjemand jetzt auf ein Video von ihm reagiert oder eine Parodie über ihn macht oder so. Das hat ihn nie interessiert. Hat er immer gesagt, ja, lass er doch machen, mir doch egal. Weil ich nehme keinen emotionalen Schaden dadurch. Ich weiß nicht, woran das bei mir liegt, keine Ahnung. Aber das liegt an deiner Stärke, Rainer. Du hast die Stärke, die es braucht. Ich nehme keinen emotionalen Schaden durch diese ganze Geschichte. Man müsste ja sagen, eigentlich nach allem, was mit den Hatern bei mir schon passiert ist und alles, ich nehme mir keinen emotionalen Schaden dadurch. Machen wir es. Ja gut, das ist jetzt tatsächlich einfach mein Beruf, der jetzt aus mir spricht. So ein psychologischer Schaden, ja, es tut mir leid, aber also... Warum lachst du da?
Du bist ja auch einfach lange nicht in so einer richtigen, tiefen Beziehung mit einer Frau gewesen, ne? Sodass man. Korrigiere, noch nie. Wirklich sich über Jahre aneinander gewöhnt und so weiter und so eine emotionale Distanz, also die du jetzt vielleicht erfahren hast, kann sich auch später in so einer Beziehung dann realisieren. Also es muss nicht heißen, dass du tatsächlich niemals einen spürbaren Schaden davon fortgetragen hast. So, du spürst ihn vielleicht jetzt gerade noch nicht. Ja, Rainer, komm, das kannst du nicht so stehen lassen. Jetzt erklär ihr mal ihren Beruf. Das kannst du jetzt nicht von der Hand weisen, du kannst es aber nicht wissen, so, ob das passiert. Doch, kann ich. Siehst du? Weil ich habe vielleicht keine feste Beziehung gehabt, in dem Sinne, wie du das sagst, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin sehr emotional aufgebaut und alles, was ich mache, ich bin sehr emotional, was Liebe angeht und alles. Und ich verliebe mich. Oh, also was Gefühle angeht, bin ich auch relativ emotional. Sind wir das nicht alle? Auch sehr, sehr schnell. Und ja, ich habe vielleicht auf langer Sicht dann für Leute keine Beziehung und alles. Aber ich habe da vielleicht keine Ding. Aber wenn... Ich mache ja gleich einen Ding-Counter rein. Ich habe hier und da ab und zu mal so Tage, an denen ich richtig runtergezogen bin. Aber das sind nur Tage. An den Tagen denke ich halt an alles, was so schief gelaufen ist. Aber nicht an alles, was halt auf Dauer schief läuft. Hä? Da denkst du an alles, was schief gelaufen ist, aber nicht auf alles, an alles, was auf Dauer schief läuft. Rainer, alles, was schief gelaufen ist. Also alles, was auf Dauer schief läuft, ist Teilmenge von allem, was schief gelaufen ist. Da kommen dann noch die Sachen dazu, die einmalig schief laufen. Aber das, was... Na gut, er hatte wahrscheinlich keine Mengenlehre. Ich allerdings auch nicht, zum Glück. Schon klar. Ich meine eher, also wenn sich so eine Beziehung halt so richtig aufbaut und man auch wirklich in so eine gegenseitige Verantwortlichkeit kommt, also wie es halt in so einer Beziehung, wo es dann auch wirklich darum geht, irgendwann mal Kinder zu bekommen und so weiter, ja auch irgendwann drauf hinausläuft, ne, dass man eine elementare Verantwortung für den anderen mit übernimmt, dann kann sein, dass durch dieses Verantwortungsgefühl, was sich dann neu bildet, auch so eine Divergenz, so eine emotionale entwickelt. Das kannst du einfach jetzt nicht wissen, ob das passiert. Das ist Divergenz musst du jetzt noch erklären. Einfach ein Phänomen, das passiert. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Bin ich Grieche oder was? In der menschlichen Psyche, wenn sich kognitiv einfach was neu... Fängt die ja schon wieder mit Fremdworten an. Man sich auf was Neues einlassen muss, sich was Neues bildet, dann kann sowas, was in der Vergangenheit passiert ist, dann nochmal hochkommen. Was sagen wir dazu? Ja, also pass auf, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße passiert gehabt und alles. Und das müssten längst Sachen hochgekommen sein. Nee, und, muss es nicht. Ich müsste auch Albträume oder irgendwas davon haben. Ich müsste in irgendeiner Art und Weise irgendwas spüren, selbst im Unterbewusstsein. Aber da ist nichts. Ja, ich habe hier und da mal irgendwie, bin da hier und da mal irgendwie fertig, aber das hat alles nichts zu sagen auf Dauer. Nee, die Psyche des Menschen ist ja nicht jeder Mensch hat die gleiche Psyche, ne? Ja, zum Glück. Jeder Mensch reagiert auf Situationen unterschiedlich und mit unterschiedlichen Abwehrmechanismen. Und es kann auch einfach sein, dass sich nie was bei dir getan hat, dass du es nie gemerkt hast, aber dass dann irgendwann so der Punkt erreicht ist, wo einfach die Filter auch in deinem Gehirn sagen, so, und jetzt funktioniert es nicht mehr. Genau. Ja, kannst dich ja so schön wie beim Druckkessel schön langsam aufstauen, bis es halt irgendwann mal platzt. Ohne dass da ein Ventil vorher schon mal sagt, ey, ich zisch mal was frei. Ja, möglich. Oder dass man halt einfach so abstumpft, dass man gar nichts mehr merkt. Das glaube ich nicht, dass bei mir jemals passieren wird. Das ist schwer zu erklären, aber ich glaube einfach nicht, dass es passieren wird. Ich fühle, dass da nichts passieren wird. Weil ich da... Ich habe in meinem Leben viel mitgemacht und ich habe einfach da mittlerweile genug Erfahrung. Ich kenne meinen Körper, ich kenne meine Psyche und ich kenne vor allem mein Ich und ich bin niemand. Er kennt sogar seine aktuelle Augenfarbe, was sehr schwer ist, da die ja permanent wechselt. Ich bin niemand, der einen Schulabschluss hat. Und das ist kein Hate, lieber YouTube-Support, das ist einfach nur eine Tatsache. Er hat keinen Schulabschluss. Das
mit denen los? Ey, ich will die Ding haben. Wenn du die Ding haben willst, Ruhe. Wenn du die Ding haben willst, dann musst du den Stubble am Slippel hinten aber erst auspacken und freu. Ich hab... Ja, pass auf. Also, du kennst dich halt auch einfach nur seit den, weiß ich nicht, 27 Jahren, die du jetzt mit dir selbst verbringst, so. Und auch nur in den Situationen, die du bisher erlebt hast. Und stell dir vor, du bist in 7 Jahren Familienvater. Du, das will ich mir nicht vorstellen. Du weißt einfach nicht, wie du kognitiv dann drauf sein wirst. Das kannst du jetzt nicht wissen, weil sich da auch ganz andere hormonelle Prozesse auch nochmal einstellen, die dich auch mit beeinflussen und so weiter. Also das kannst du einfach nicht wissen. Das, also klar, ich glaube dir das, dass sich das jetzt für dich so anfühlt, aber es kann wirklich durchaus passieren, einfach weil man... Okay, dann erzähl mir mal... Apropos Hormone... Findet ihr diesen Gedanken auch irgendwie so seltsam? Also es wird immer gesagt, ja, der Mensch hat eine Seele oder sein Geist, sein Verstand, das ist mehr als das Körperliche. Und dann erklärt dir irgendjemand, ja, und dann wird im Körper das Hormon freigesetzt oder der Botenstoff oder dies oder das. Und das sorgt dafür, dass du dann in die Stimmung kommst und Zell und jenes, wo du dann denkst, ja, eigentlich bin ich doch nur eine biologische Maschine. Da ist gar nichts Höheres. Das zieht mich immer ein bisschen runter. Dann hole ich mir eine Tafel Schokolade und dann bin ich wieder froh. Mal, was genau passieren soll. Naja, also durch dieses Verantwortungsgefühl wird halt wirklich kognitiv nochmal, also es werden halt auch wirklich andere Hormone nochmal freigesetzt im Kopf, die dafür sorgen, dass man so diese Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl, was man so für sich selber einfach immer hatte, dass das dann umschwenkt zu einer Generalverantwortung, dass man auch Dinge als Bedrohungen zum Beispiel wahrnimmt, die man früher nicht als Bedrohung wahrgenommen hat, als dass nur einen selbst bedroht hätte. Man wird halt von der Einzelperson hin zu einem großen Gefüge der Familie. Ja, man wird Teil der Gruppe. Man wird quasi jemand, der für andere verantwortlich ist, für die mitdenken muss, mit aufpassen muss, auch weiß, Gefahren, die für mich überhaupt nicht gefährlich sind, sind für meine Kinder eventuell katastrophal. Ich muss jetzt auf Dinge achten, die mir völlig egal wären, aber bei einem Kind, oder die Waldfee, ne? Ja, doch. Also wenn ihr Kinder habt oder haben werdet, freut euch auf diverse Veränderungen. Das auch trotzdem. Glaube ich zumindest. Also zumindest hat sie es jetzt so erklärt, glaube ich. Dass das bei mir anders ist. Ich bin in jeder Hinsicht anders. Ja, das stimmt. Er hat die Kniescheiben hinten. Nee, er hat sie auch vorne. Rainer, in der Hinsicht bist du schon mal nicht anders. Du hast die Kniescheiben vorne, genau wie jeder andere auch. Gut. Deine Augen können die Farbe wechseln, du kannst im Dunkeln hören, aber ansonsten... Als Mensch, wie erkläre ich das? Es gibt keinen Menschen, der so ist wie ich. Rainer, jeder Mensch ist einzigartig auf seine Weise. Also es ist keine Leistung, anders zu sein als alle anderen, weil alle sind anders als alle anderen. Bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwo gibt es auch doch Gemeinsamkeiten, die alle haben. Zum Beispiel, alle Menschen atmen, bis auf die, die tot sind. Die atmen nicht mehr. Aber die anderen, die atmen. Und sie nehmen aus der Luft Sauerstoff auf und geben CO2 ab. Haben die alle gemeinsam. Sogar in kleinen Dörfern im Gebirge. Ja, das Ding, also, sorry, aber... Ich meine das nicht nur darauf bezogen, ich meine es nicht nur darauf bezogen, dass ich, wie heißt es, ich meine es nicht nur darauf bezogen, dass ich, ja? Wie sagt man? Keine Ahnung. Dass ich einfach anders bin an sich, sondern ich bin, mein ganzes Denken unterscheidet sich so gravierend von anderen Menschen, das ist unglaublich. Ich zum Beispiel, ich lüge mir nicht selbst in die Tasche. Aussagen, die sich selbst widersprechen für 100, bitte. Ich weiß genau, wer ich bin, also im Real Life. Ich meine, Rainer, du lügst, also, sorry, aber du lügst dir gerade selbst in die Tasche. Ich bin jetzt hier auch ein bisschen anders, wie ich normalerweise bin. Ja, das sollte ja jeder erwachsene Mensch tun. Dagegen kann ich auch nicht viel machen. Ja, das macht aber nicht jeder. Macht eigentlich keiner. Macht eigentlich kaum jemand.
Nee, also ich weiß genau, wer ich bin. Ich lüge mir nicht selbst in die Tasche. Ich belüge mich nicht über meine Persönlichkeit. Ich lüge. Das stimmt. Er weiß genau, wer er ist, nämlich ein sehr besonderer Mensch, der einzigartig ist, der eigentlich allen Menschen überlegen ist, aber das nicht herauskehrt, weil er zu bescheiden ist. Naja. Mir nicht. Kein Mensch oder kaum ein Mensch ist ehrlich zu sich. Wir lügen uns alle selbst in die Tasche, um selber mit uns besser leben zu können. Und genau das ist der Fehler, beziehungsweise genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. 100% zu sich selbst ehrlich sind. Können wir auch gar nicht. Und da war gerade ein kurzer Tonaussetzer. Der Punkt ist, den ich eigentlich ansprechen will, du bist ja trotzdem anatomisch ein Mensch. Und die Meinungen gehen da auseinander. Auch wenn... ja, er hat halt mehr Anatomie als andere Menschen. Ja, reit nicht drauf rum. Ein Bodyshaming bitte. Man glauben mag, dass es Seele und Moral und so weiter gibt, aber das, was halt Emotionen zum Großteil halt auch ausmacht, ne, sind Hormone, die ausgeschüttet werden. Und du hast genauso Serotonin, das ausgeschüttet wird, du hast genauso eine Hypophyse, die dafür zuständig ist, Hormone zu produzieren. Kurze Zwischenfrage. Diese ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden, wer wischt die eigentlich später wieder auf? Das gibt doch eine Riesenzauerei, wenn man da dauernd Hormone auskippt, oder? Oder sind die so klein, dass es nicht auffällt? Du hast Hoden, die Testosteron produzieren und so weiter. Also so die Grundvoraussetzungen sind tatsächlich bei den Menschen gleich. So, also ich meine, ich habe jetzt keine Hoden, in denen Testosteron produziert wird, so, aber zumindest von den Hormonen her, die ja für die Gefühlswelt auch maßgeblich mitverantwortlich sind, die halt auch, wie gesagt, so dieses dafür zuständig sind, dass überhaupt, wenn dann eine Familie da ist, so dieser Beschützerinstinkt aufkommt und so weiter, was ja auch alles evolutionär absolut belegbar und nachvollziehbar ist. Das hast du ja auch alles. Also deswegen kannst du nicht sagen, dass du komplett anders bist. Ich gehe anders damit um. Nee, das ist ja genau das, was ich meine. Du hast recht. Ich habe das alles. Ich habe die ganzen Sachen auch in mir, aber ich reagiere anders. Ja, du reagierst anders als alle Menschen auf der Welt, denn du kennst alle Menschen auf der Welt und weißt, wie sie reagieren. Ich reagiere anders als jemand, der das auch hat. Wie ich schon sagte. Übrigens, ich finde es faszinierend, welche Ausdauer dieser kleine Hamster hat. Das ist das, was ich damit sagen will. Ich habe in meinem Leben, jetzt bin ich tot, ich habe in meinem Leben auch den einen oder anderen Psychologen gehabt, der mich hier und da entweder zwangsweise oder halt, also in der Schulzeit hatte ich das einmal, dass mich jemand zwangsweise untersuchen musste. Ja, und später dann auch nochmal vom Gericht. Oder zu dem einen oder anderen, zu dem ich auch mal freiwillig gegangen bin. Und keiner von denen hat mich auch nur ansatzweise ansatzweise nachvollziehen können. Die meisten haben gesagt, normalerweise hätte es längst zerbrechen müssen, nach allem, was... Auf jeden Fall, genau das haben die gesagt. ...was schon passiert ist. Ich bin einfach anders. Das kann man auch nicht anders auf voller Hand weisen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das anders erklären sollte. Also ich kann nachvollziehen, so deinen Gedankengang kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann es halt einfach auf der anatomischen Ebene nicht verstehen, so einfach weil ich einfach die ganzen Prozesse so direkt vor Augen habe. So, das ist halt. Du hast seine anatomischen Prozesse direkt vor Augen? Hat die den Röntgenblick? Halt, ja, halt Berufskrankheit, ne, aber es hängt auch maßgeblich davon ab, was für Therapeuten das waren, ne, was für einen Schwerpunkt die haben. Es gibt ja Tiefenpsychologie, es gibt Verhaltenstherapie und so weiter. Das sind ja unterschiedlichste Professionen, die sich natürlich auch in unterschiedlicher Art und Weise mit der Psyche des Menschen auseinandergesetzt haben. Eigentlich sagt er Psychologen, nicht Psychotherapeuten. Autsch, Moment, ich will jetzt schon wieder sterben. Ja, natürlich, klar. Aber wie gesagt, ich bin als solche. Jetzt mach erstmal das eine fertig und dann das andere. Was?
weiß nicht, ob ich das erklären soll. Ich bin einfach anders. Ich gehe mit den Hormonen, ich fühle das alles genau wie alle anderen auch, nur ich gehe anders damit um. Rainer, woher willst du wissen, wie alle anderen das fühlen? Es gibt zum Beispiel Menschen, die können bestimmte Emotionen überhaupt nicht fühlen. Zum Beispiel Freude gibt es. Das ist quasi eine dauerhafte Depression. Das ist Kacka. Und das sind Menschen, die fühlen einige Emotionen überhaupt nicht. Ich reagiere bei... Es gibt auch Menschen, die fühlen keinen Schmerz. Bei manchen Hormonen anders als andere. Das habe ich damit gemeint. Und ja, also... So. Also wenn bei ihm jetzt zum Beispiel Glückshormone ausgeschüttet werden, dann wird er nicht glücklich, sondern, keine Ahnung, bekommt Lust... nachzudecken oder will headbangen oder wird traurig oder bekommt Hunger oder muss man aufs Klo oder so. Hormone, ne? Zum Beispiel. Ja, bei Glückshormone, also bei wie heißt es genau? Serotonin. Serotonin? Ja. Ich dachte eigentlich an die anderen. Dafür haben die geheißen. Monster Energy. Serotonin? Nee, kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht den Namen. Ich meinte jetzt Endorphine. Endorphine. Okay. Ja, jedenfalls, beim Endorphinen wird man ja glücklich und alles. Aber bei mir mischt sich da noch was anderes mit hin. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also, kommt immer auf die Situation an. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Vermutlich ähnlich oder auch so, ich weiß es nicht. Aber Rainer, wenn du sagst, bei dir ist es anders als bei anderen, dann musst du aber schon wissen, wie es bei anderen ist. Sonst weißt du ja nicht, ob du dich da unterscheidest. Also, bitte. Weil ich reagiere oft anders, als man es von mir erwartet. Ja gut, aber das hat ja nichts damit, also Gefühle haben ja nichts damit zu tun, was andere erwarten, wie du reagierst, sondern Gefühle ist ja rein das, was bei dir körperlich abgeht, so. Eben. Ich habe es jetzt anders formulieren sollen. Ja. Jemand, der halt bei mir Glück oder so auslöst oder sowas, der erwartet halt eine bestimmte Reaktion und diese Reaktion... Rainer, es geht nicht darum, wie du reagierst, es geht darum, was du empfindest. Du stellst dich halt anders ein. Ja gut, aber es gibt ja auch Glück, das wird nicht von anderen Menschen ausgelöst, sondern du hast auch bestimmt auch Glücksmomente bei Dingen, die du vielleicht einfach siehst, keine ja, Ahnung. Das kann ich halt... Ja, zum Beispiel, wenn man so einen kleinen Vogel betrachtet. Ja, das auch manchmal, wenn er so einen kleinen Vogel, so einen Spatz oder sowas sieht. Dass er da ganz fasziniert sei, dass in diesem kleinen, flauschigen Ball ein komplettes Leben drin steckt. Gut, bei Insekten, da steckt auch ein komplettes Leben drin. Die sind noch kleiner, weil die sind nicht so flauschig. Irgendwie gerade bei, also gerade bei so kleinen Singvögeln finde ich das immer wieder aufs Neue total faszinierend, dass in diesem kleinen, winzigen Flauschball, der auch noch fliegen kann, wirklich so ein komplettes Leben ist. Das ist unfassbar eigentlich. Also da haut es mich fast vom Stuhl. Deswegen stelle ich mich immer hin, wenn ich einen Vogel sehe. Da kann ich halt nicht beurteilen, ob ich mich da anders verhalte, als das erwartet, weil ich halt weiß, wie ich reagiere dabei. Aber dann, also was ist dann... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber du fühlst dich dann trotzdem glücklich, also keine Ahnung, du siehst, bei dir auf dem Hof hat ein Spanpärchen ein Nest gebaut und die haben da Junge bekommen oder so. Was, auf dem Hof hat ein Spanferkel ein Nest gebaut? Ja, da bin ich erstmal verärgert, dass die auf dem Hof sind. Also ja, oder keine Ahnung, halt irgendwie eine andere Kleinigkeit des Alltags, an der man sich erfreuen kann. Durch die Situation, aber im Normalfall werde ich dann aufgeregt oder bin dann halt, keine Ahnung. Das kommt halt immer echt darauf an, welche Situation sich da dabei hinzufügt und alles. Ich kann jetzt vorher selber teilweise nicht sagen, wie ich bei Sachen reagiere. Das ist ja der Punkt drin. Du Rainer, ich kann auch nicht vorhersagen, wie ich bei Sachen reagiere. Das hängt sehr von der Tagesform ab. Und auch von dem ganzen Umfeld noch. Du hast manchmal, kommst du an was Schönem vorbei und da sind noch ein paar schöne Sachen außen rum. Dann denkst du, oh juhu, manchmal kommst du an was Schönem vorbei. Vor ein paar Minuten vorher hat ja jemand gesagt, ey du blöder Hammel, geh mal aus dem Weg. Und an dem Schönen ist rechts und links noch irgendwas Schlimmes. Und da sagst du überhaupt nicht, oh juhu, das weißt du doch. Och Mann, oh. Ich meine, ich weiß zwar letzten Endes, wenn ich die Situation schon hatte oder was, wie ich dann reagiere oder wie ich reagiert habe oder so, aber ich kann halt selber meistens im Vorfeld jetzt sagen, wie ich reagiere.
kann teilweise, selbst wenn ich Situationen noch einmal erlebe, kann ich nicht sagen, ob ich noch mal so reagiere wie vorher. Ja, weil man Situationen selten zweimal exakt gleich erlebt, Rainer. Es sind immer kleine Unterschiede und die sorgen dafür, dass man natürlich auch in der Reaktion leicht abweicht. Das ist immer anders. Ja, mal Thomas, mal Christian. Ja, aber das ist doch normal. Das war jetzt gemein. Also jetzt erklärt er dir lang und breit, dass er ein ganz besonderer Mensch ist und sie sagt, du, ist doch normal, geht doch jedem so. Rainer Band, die Frau, die mobbt dich. Ja eben, das ist doch vollkommen normal. Ich wüsste jetzt auch, es gibt, also man hat einfach als Mensch nicht alle Situationen, die einem passieren könnten, schon mal im Vorfeld durchlebt. Und dann ist es klar, wenn die Situation passiert, dass dann die Reaktion, die man selbst zeigt, einen überrascht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, worauf ich hinaus will. Ja, okay. Ich bin einfach anders. Ich glaube, das... Ja, Rainer, genau das war es, worauf du hinaus wolltest. Du bist einfach anders. Du wolltest einfach nochmal darauf hinweisen, dass du ein ganz spezieller Mensch bist, ein Unikat. Anders als alle anderen und sehr speziell und einzigartig und toll und sowieso. Meine Güte. Glaubt jeder von sich selber. Ja, sag mal, also gesund ist das doch nicht. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, jeder Mensch ist natürlich ein Unikat, aber dieses unbedingt auf Krampf anders sein wollen, im Idealfall natürlich noch besser, weil man ist ja so anders. Man ist psychologisch schon nicht erklärbar. Also man ist so anders, dass man noch über dem steht, was Psychologen erklären können. Also das kann doch nicht gesund sein. Weil wir halt einfach, wir stecken ja nur im eigenen Ich so. Ich bin noch ein Ticken anders. Ich glaube, dass andere anders sind, das ist ganz klar. Aber ich glaube trotzdem, dass ich noch mal ein Ticken anders bin. Noch ein Ticken verrückter vielleicht oder ein Ticken... Andererer. Mir ist auch ein Ticken dümmer in manchen Situationen. Und in anderen Situationen manchmal ein Ticken schlauer, keine Ahnung. Und nein, das hat nichts mit Intelligenz an sich zu tun. Nee, das hat was, aber jeder Mensch ist doch individuell so. Und jeder empfindet ich nicht. Sich doch auch als individuell. Also ich wüsste jetzt nicht. Das, was ich meine, geht über die Individualität hinaus. Das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus will die ganze Zeit. Also du fühlst dich so ein Stück weit unmenschlich, oder? Ach ja, deswegen wird er sich dann Farbe ins Gesicht schmieren, sie dann in die Haare stecken und sagen, ich bin ab jetzt kein Mensch mehr. Das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ja, eigentlich ist es genau das, worauf ich hinaus wollte. Also so autonom von dem menschlichen Körper. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein Alien oder so. Vielleicht als Kristallkind? Aber ich fühle mich anders. Also ich denke, dass ich zwar... Also, ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich es ausdrücke. Pass auf. Wir Menschen bauen Scheiße, ja? Was heißt wir Menschen? Du hast doch eben gesagt, du fühlst dich gar nicht wie ein Mensch. Ist klar. Wir zerstören uns gegenseitig, wir zerstören die Welt. Und jetzt ist wieder die Sache, dass das wahrscheinlich auch gleich wieder so rüberkommt. Ja, wie die so denken ja viele. Aber bei mir ist es wieder noch ein bisschen anders. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wirklich den Schmerz spüre, der auf der Welt ist. Und zwar nicht nur den Schmerz der Menschen, sondern auch den Schmerz aller anderen Lebewesen um uns herum. Ah ja. Mhm. Spürst du eine Erschütterung der Macht? Das klingt ziemlich verrückt. Und deswegen sage ich ja, in einer gewissen Weise komme ich mir vor, als wäre ich gar kein Mensch oder fühle mich halt weit weniger menschlich als andere Menschen. Weil Sachen, die anderen Freude bereiten, bereiten mir grundsätzlich Schmerzen. Ich meine, zum Beispiel Sport. Selbst der freundlichste Mensch und so hat hier und da mal eine Situation, wo er an anderen Menschen, naja, wo andere Menschen halt nicht ausstehen kann oder wo man halt andere Menschen zusammenrückt oder Probleme hat oder so. Nö, hab ich nicht. Also mit dem freundlichsten Menschen? Ach nee, er meint Herrn Malzahn, der ist ja der freundlichste Mensch. Nö, ich glaube nicht, dass der Momente hat, wo andere Menschen nicht ausstehen kann. Nee. Der ist generell zu allen nett. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist einfach Empathie. Das hat auch jeder Mensch.
Also nicht, okay, nicht jeder, das stimmt, Mensch, aber... Sogar. Also ich bin ein extrem empathischer Mensch sogar. Oh ja. Nur, dass selbst der freundlichste und empathischste Mensch hier und da mal Freude verspürt beim Quälen oder beim Verarschen von jemand anderem. Und das ist zum Beispiel was mir grundsätzlich dagegen geht. Es sei denn natürlich, es sind Leute, die du nicht ausstehen kannst. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch mal Freude daran hat, jemand anderen zu quälen oder grundsätzlich schadenfroh ist oder so. Weil wenn du wirklich selbst reflektiert bist und mit dir selbst im Reinen, dann siehst du halt eigentlich keinen Grund darin, dich an dem Leid von jemand anderem zu erfreuen. So, das außer natürlich, es geht darum, dass er... Ofi den letzten Cent rausklagt, Ofi den Rest seines Lebens nur mit dem Bus fährt und er ausgesorgt hat für den Rest seines Lebens. Das wird schön. Das wird richtig schön. Wir erinnern uns an Weihnachten. Ist ja, also psychologisch ist es auf jeden Fall. Das im Laufe des Lebens mal. Sei es in der Schule, sei es als Erwachsene. Also sei es als Kind, Minderjährige. Als Kind, im Kindergarten, sei es als Erwachsener, sei es als Teenager, irgendwann hat jeder mal so diese Phase und die habe ich irgendwie komplett übersprungen. So was gibt es bei mir gar nicht. Das geht mir total dagegen. Weiß nicht. Ich habe da das Gefühl, als würde ich mich selbst abmurksen. Fragen wir dazu doch einfach mal ein paar Küken. Anders kann ich es nicht beschreiben. Keine Ahnung, es ist Winter draußen, es ist Glatteis und du bist mit einem Freund draußen. Winter? Madame, es ist der 21. Juni, Sommersonnenwende. Brutal warm. Und der Freund legt sich auf den Popo, weil er über das Glatteis gestolpert ist, aber fängt selber über die Situation total an zu lachen. Fällt es dir dann schwer, auch mit ihm zu lachen? Ey, dann haut's mich so weh. Also wenn er selbst noch lacht. Dann liege ich direkt daneben vor Lachen. Bis ich weiß, ihm ist nichts passiert. Also wenn ich Angst haben muss, er hat sich verletzt, dann finde ich es nicht lustig. Aber sobald ich weiß, ihm ist nichts passiert, da ist dann kein Halten mehr. Also empfindest du das dann als Schadenfreude? Ja, eigentlich nicht, weil das in dem Fall ja für ihn selber lustig war. Hätte er jetzt irgendwie Schmerzen, hätte er jetzt angefangen zu weinen oder so, dann hätte ich ihm aufgeholfen, dann hätte ich das halt gespürt. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Oh, warte mal, ich kaufe mir mal das ganze Zeug von dem Viech. Also im Prinzip gefällt mir das halt nicht. Ich lache nicht gerne über jemanden, der sich hingelegt hat oder so. Nicht schon klar, aber ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, wenn mir sowas passiert, ich bin im ersten Moment geschockt und dann muss ich anfangen zu lachen. So darüber, wie blöd ich eigentlich bin, keine Ahnung, dass ich die Schuhe mit der glatten Sohle angezogen habe und ja. Und dann kann halt auch mein Umfeld mit darüber lachen. So. Also ich bin eher so jemand, der das dann so unter den Teppich kehrt. So. Weißt, also nicht unter den Teppich kehrt, aber halt. Und ich finde es dann auch überhaupt nicht schlimm, wenn andere da auch drüber lachen. Ich empfinde es dann nicht als schadenfroh, die anderen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da einfach... Wie gesagt, das ist halt der Punkt, wo ich mich halt anders empfinde. Ich finde es nicht lustig und ich kann bei sowas auch nicht wirklich lachen. Es sei denn natürlich, es passiert Leuten, die du nicht magst, oder? Egal ob die anderen. Also ich sehe es nicht als Schadenfreude, aber ich kann auch nicht wirklich drüber lachen. Ich würde halt vielleicht mal kurz lächeln, damit ich halt nicht als unmöglich rüberkomme oder so. Aber wirklich Freude drüber habe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Also ich kann das nachvollziehen. Ja, psychologisch bin ich auch gar nicht zu beurteilen tatsächlich. Ja, das stimmt. Das haben alle Psychologen gesagt. Die haben gesagt, sie können eigentlich wieder heimgehen. Sie sind nicht zu beurteilen. Auf mich als Laien wirkt es ein bisschen so, Rainer, jetzt kommt einfach mal eine Ecke Küchenpsychologie vom Laien, der absolut gar keine Ahnung hat, als wärst du als Kind schon immer so ein bisschen der Außenseiter gewesen, der nie irgendwo wirklich dabei war und auch selbst gemerkt hat, in allem, was die anderen Kinder machen, wenn du mitmachen würdest, wärst du einer der Schlechteren. Egal worum es geht, es gäbe kein Feld, wo du vorne liegen würdest. Und irgendwann hast du dann gesagt, ja, dann bin ich halt einfach, bin ich sowieso nicht Teil dieser Gruppen, bin der anderen Kinder, da bin ich halt auch kein Kind. Und später waren die dann Jugendlich, dann warst du halt auch kein Jugendlicher und irgendwann
fühlst du dich dann gar nicht mehr als Mensch und natürlich aus gekränkter Eitelkeit dann als etwas Höheres. Wäre doch möglich, oder? Ja, das gibt's nicht. Also das kann ich dir halt einfach sagen. Doch, das gibt's. Doch, das gibt's. An mir hat sich schon, haben sich schon mehr als eine ein psychologische Zähne ausgebissen. Sie haben dich gebissen? Rainer, dann waren das keine Psychologen, dann waren das Vampire. Gibt's mit Sicherheit nicht oft. Nein, das gibt's tatsächlich nicht oft. Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, an dem sich Psychologen reihenweise die Zähne ausgebissen haben. Der wohnte damals in Mittelfranken. Ich würde nicht so weit gehen und sagen einzigartig, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt's nicht oft. Ich würde auch weiterhin gereicht. Mir ist es so. Also ich würde ungelogen jetzt von mir behaupten, ich wäre durchaus in der Lage, dir ein psychologisches Gutachten zu erstellen. So, als wenn wir irgendwie... Ich würde sogar fast sagen, ein Student im zweiten Semester würde das auch schaffen. Da bräuchte man halt Sitzungen. Wobei natürlich, ein Gutachten im Endeffekt kann jeder erstellen. Steht dann halt unter Umständen nur Schrott drin. Wissen wir ja noch bei Gustl Mollat, über den wurden ja viele, 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 viele Gutachten erstellt. Und in den meisten hat der Psychologe, der das Gutachten gemacht hat, nie mit dem geredet. Die haben einfach immer das Gutachten vom Vorgänger genommen, gesagt, jo, wird schon stimmen, was da drin steht, abgeschrieben, abgegeben, fertig. Ist ja auch utopisch, oder? Ist natürlich auch nicht legal, nach Aktenlage zu entscheiden. Man muss mit der Person reden, außer es ist ja der Belektor. Für, ne? Du kannst es auch erstellen, das ist nicht das Thema. Aber ich weiß halt nicht, worauf du letzten Endes hinaus willst. Also erstellen konnten das die anderen schon auch. Sie haben sich die Zähne an dir ausgebissen, konnte ich absolut nicht einschätzen, aber haben ein Gutachten erstellt. Was stand da drin? Ich gebe auf, keine Ahnung, er ist mir über. Sie hatten nur halt keinen Erfolg bei dem, was sie vorhatten, indem sie halt versucht haben, mich zu analysieren, weil ich war dann bei drei verschiedenen... Einer, den die ein Gutachten über dich erstellt haben, dann werden die wohl auch rausgekriegt haben, wie du tickst. Was du vielleicht meinst mit dem kein Erfolg haben, war, dass sie entweder gesagt haben, wie sie dich einschätzen und diese Einschätzung hat dir nicht gepasst, also war sie falsch oder es war halt doch irgend sowas wie Therapie und da bei einer Therapie der Therapierte mitmachen muss, Therapeut ist ja, bedeutet ja im Endeffekt nur aufmerksamer Begleiter, also es ist jemand, der mit dir den Weg geht, guckt, was machst du und gelegentlich sagt, mach das mal vielleicht anders, versuch mal das so zu machen, machen musst du es immer selbst und da du nicht machst, haben sie aufgegeben. Und wem erzähle ich das jetzt eigentlich? Egal. Das habe ich sogar mal ausprobiert. Ich war mal bei drei verschiedenen und habe dann jeweils dem anderen das Gutachten von den anderen gezeigt. Und sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Und die waren erstmal völlig baff, weil es halt ein komplett anderes Ergebnis war. Auf jeden Fall. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja, also dann hast du es falsch formuliert. Ein psychologisches Gutachten erstellen ist ja was anderes als die Therapie. Ne? Also ein Gutachten erstellen, da bräuchten wir halt Sitzungen für und so weiter. Ne? Da brauchst du halt irgendwie je nachdem, was für, also was halt auch anliegt, ne? Was man auch bewirken will mit der Therapie, dann muss halt das, ja, das anamnetische Gespräch führen, dann halt auch propedeutisch arbeiten, etc. pp. Ne? Also das Gutachten zu erstellen ist nicht die große Sache, sondern halt wirklich dann den geeigneten Therapieplan zu machen. Das ist halt so das, was so tricky ist. Und da kommt es halt echt drauf an, so was du auch als Person erreichen willst. So, wenn du mit dir, mit deiner Psyche und so weiter vollkommen zufrieden bist, dann ist es klar, dass kein Psychologe mit dir weiterkommt, weil dann auch einfach gar keine Therapiegrundlage da ist. Eben. Wenn da gar kein Leidensdruck da ist, gar nicht der Willen, was zu verändern, das macht ja auch nichts. Das ist, als würde jemand ein Medikament brauchen, wo man sagt, du musst jeden Morgen nach dem Frühstück diese Pille nehmen. Und er nimmt die Pille einfach nicht. Das bringt nichts, kannst du knicken. Aber mir fällt gerade ein,
Verdient man eigentlich gut Kohle mit solchen Gutachten? Muss man da eine Ausbildung für haben? Weil ich meine, irgendwas schreiben könnte ich doch zur Not auch, oder? Kann man sich da irgendwo bewerben? Hätte ich Bock drauf. Ja, aber eine Therapie ist ja letzten Endes darauf ausgelegt, dass man halt ja auch... eine Therapie braucht man ja nur, wenn man sich in den Situationen... Wie drückt es jetzt aus? Eine Therapie wird ja nur angesetzt, wenn man versucht, etwas an sich zu ändern. Oder? Ja, genau. Also, wenn man versuchen sollte, etwas an sich zu ändern. Was daran zu ändern? Wenn eine Bereitschaft da ist, ja. Also wenn einen wirklich was gezielt stört und man daran arbeiten möchte, mit Hilfe des Therapeuten. Ja, und genau das ist der Punkt. Ich wollte das zwar, aber irgendwie ist das dann halt letzten Endes trotzdem auch immer was hinausgelaufen, wo dann hinterher gar keine Dinge nötig war. Ah ja. Also du wolltest eine Therapie machen. Das hat er gerade gesagt, er wollte das zwar, aber hinterher kam raus, dass gar keine Dinge nötig war. Du wolltest also eine Therapie machen. Bei dir war Leidensdruck da und der Wille zur Änderung. Und dann hat der Therapeut gesagt, wieso, ihm geht's doch gut. Also, so ist das abgelaufen, ja? Eine Therapie. Ich muss mich einkaufen. Es kommt halt echt immer darauf an, es können ja halt auch einfach schon Kleinigkeiten sein. Also, eine Therapie muss ja nicht immer heißen, dass voll das riesengroße Problem besteht, sondern manchmal möchte man auch einfach mit dieser Beihilfe des Therapeuten was aufarbeiten, was einfach schon lange liegt. So, also wo man sich einfach selbst aus eigener... Ja, zum Beispiel der Abwasch in der Küche, der liegt schon seit 3 Jahren. Da könnte der Therapeut doch, echt Therapeut, meine Güte, der Therapeut sich doch mal dran machen, ein bisschen schrubben. Mentaler Kraft nicht mit auseinandersetzen konnte, sodass man es wirklich endgültig abschließen konnte. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Bereich der psychologischen Therapie. Ja, und da gibt es in meinem Fall ja nichts, was ich abschließen müsste. Doch, die Haustür. Mit meinem Vater zum Beispiel habe ich jahrelang Probleme gehabt, bevor er gestorben ist, aber ich mache ihm keinen Vorwurf, er hat das Beste draus gemacht, was er hatte oder was er konnte. Machst du dir denn Vorwürfe, Rainer? Weil du weißt, eine Beziehung hat immer mindestens 2 Menschen. Bist du da mit dir im Reinen? Bist du der Meinung, du hast alles richtig gemacht? Oder bist du der Ansicht, ah Mensch, hätte ich ihn doch nochmal im Krankenhaus besucht? Hm? Ich frag nur. Von daher, und es gibt eigentlich nichts, was mich in meinem Leben stört, sei es in der Zeit in meiner Schulzeit, sei es in meinem jetzigen Leben. Ich bin mit dem, was ich gemacht habe, komme ich klar. Ja, das ist ja okay. Ich sag halt einfach nur, aber dann, das macht dich nicht zu jemandem, der für Psychologen nicht, also das macht dich nicht zu einem psychologischen Wunder, dass man kein Gutachten erstellen könnte oder sonst irgendwas, sondern wenn es halt einfach nichts gibt, was therapiert werden müsste, dann ist es auch klar, dass nichts therapiert wird und therapiert werden kann. Also wenn du als Patient, also so heißt es halt immer, als Patient oder als Klient, nicht findest, dass es was gibt, was therapiert werden müsste, dann kann natürlich auch der Therapeut keine Hilfestellung geben bei was nicht bearbeitet wird. Könnte man da eventuell mit Hypnosetherapie was machen? Dass man so, wenn man einen Patienten hat, bei dem echt gar nichts zu therapieren ist, dass man sagt, ich hau dich mal kurz in Hypnose und rede dir ein, dass du jetzt zum Beispiel Angst vor Spinnen hast und dann therapieren wir die. Würde das gehen? Also ich meine, wäre wahrscheinlich moralisch minimal fragwürdig, aber würde das theoretisch gehen? Wäre doch ein Geschäftsmodell. Ja, also das war jetzt mein Schlussplädoyer. So, keine Ahnung. Ja, ich bin ja dann zocken nicht mehr, ne? Ja, nee, das ist halt einfach echt so. Also das macht dich wirklich, tut mir leid, nicht zu einem psychologischen Wunderkind oder so, sondern... Ich habe nie behauptet, ein psychologisches Wunderkind zu sein. Das war jetzt... Nein, das stimmt. Er hat nie gesagt, dass er ein Wunderkind ist. Überspitzt. Es war jetzt überspitzt, natürlich. Das ist ja das, was ich meine. Ich habe die Bereitschaft, darüber zu reden, aber es gibt halt nichts, wo ich zu beklagen hätte oder so. Ja, das
das ist natürlich auch toll, wenn man selbst nie was falsch gemacht hat, sondern immer die anderen Menschen waren, die alles falsch gemacht haben. Das kennt ihr doch auch. Du gehst als Grundschüler zum Beispiel morgens in die Schule, hast keine Hausaufgaben und dann meckert der Lehrer. Das ist doch dann sein Fehler, dass er meckert. Dann kann man ihm aber vergeben, kann sagen, ja, komm, ist egal, ich vergebe dir, ich komme damit klar. Alles tutti. Also, ja, mein Vater und so und ich sind nicht so gut klargekommen, aber ich habe kein Problem damit, wie es war. Ich meine, letzten Endes ging es, der Hauptpunkt der ganzen Geschichte, der ging halt letzten Endes auf meinen Vater seine Krankheit zurück und deswegen komme ich damit klar. Bist du sicher, dass das auf seine Krankheit zurückging, Rainer? Ja, ich habe damals zwar lange Zeit Probleme mit meinem Vater gehabt, aber ja, wie gesagt, er konnte letzten Endes auch nicht so noch was dafür. Deswegen habe ich kein Problem damit, wie es gelaufen ist. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass so diese Probleme nie gelöst worden sind, die ihr vorher hattet? Er hat auch nicht das Problem, dass er den Anteil an diesem, Quatsch. Er hat auch nicht das Gefühl, dass er den Anteil an diesen Problemen hatte. Nein, das war alles Rudi. Es gibt keinen Grund darüber, sich jetzt Gedanken zu machen, weil ich denke, also ich glaube, ich habe ja keinen Glauben in dem Sinne. Also ich glaube, entweder wenn wir sterben, wir treten eine neue Reise an, die wir nicht mit anderen zusammen antreten können. Oder wir treten eine neue Reise an, wo wir sowieso generell nicht mehr zurückkommen, also wo es uns gar nicht mehr gibt, wo wir aufhören zu existieren. Nee, ich rede jetzt wir treten eine Reise an, wo wir aufhören zu existieren. Rainer, das ist dann keine Reise mehr. Das ist dann einfach nur das Ende der Existenz. Ich rede nicht von einem spirituellen Glauben, ne? Nee, was ich damit sagen will. Entschuldigung, bin ich zu weit abgeschweift. Mein Fehler. Nee, ich wollte damit nur sagen, ich lasse mich nicht von Sachen runterziehen, die ich nicht ändern kann. Und ich gehe davon aus, wenn mein Vater tot ist, dass da nicht weiter mehr was passieren wird. Weil letzten Endes, ich mich mal. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist das korrekt zusammengefasst? Rudi ist tot, kann man nicht ändern. Okay, pfeift drauf. Weg. Mein lieber Scholli. Mit meinem Vater nie aussprechen können werde. Und deswegen, Ja, Rainer, und genau das macht vielen Menschen Probleme. Probleme, meine Güte, ich kann halt gar kein Deutsch mehr. Dass sie mit einem Menschen, den sie verloren haben, sich nicht mehr aussprechen können. Dass da vielleicht noch Dinge sind, die sie ihm gerne gesagt hätten oder die sie ihn gerne gefragt hätten. Meistens geht es dann wirklich darum, dass sie das Gefühl haben, sie hätten selbst den Menschen in irgendeiner Form Unrecht getan. Also jetzt gar nicht so bösartig, sondern einfach nur vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und das bedauern und bereuen die. Wenn man das so überhaupt nicht hat, ist das normal? Ich habe kein Problem damit, wie es gelaufen ist. Aber es gibt auch jetzt nichts. Also, das ist Vergangenheit. Das ist klar, dass es Vergangenheit ist. Nur manchmal gibt es halt einfach Dinge. Ne? Jeder Streit, jeder negative Austausch mit einem anderen Menschen, der uns nahesteht, ist halt auch emotionaler Ballast. Ne? Das ist, auch wenn wir den nicht so empfinden, aber so, wie gesagt, ne, Hormone und so weiter und Emotionen und Erinnerungen sind auch immer mit einem hormonellen Code verbunden. Und wenn wir daran zurückdenken, werden halt bedingt diese Hormone, die wir zu dem Zeitpunkt ausgeschüttet bekommen haben, auch wieder ausgeschüttet. Also wie zum Beispiel, wenn wir eine total glückliche Erinnerung haben und daran zurückdenken, auch wenn wir gerade nicht in dieser Erinnerung oder in dieser Situation sind, dann sind wir trotzdem so wieder in diesem emotionalen oder annähernd in diesem emotionalen Zustand. Ja, und manche Leute haben auch noch das, wenn sie sich an was zurückerinnern, dass sie dann so verschiedene Eindrücke, sensorische noch haben. Also zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Lied hört, das man früher oft im Hobbykeller gehört hat, während man am Fahrrad geschraubt hat, dass man dann den Geruch von diesem Öl, das man beim Fahrradschrauben benutzt hat, in der Nase hat plötzlich wieder oder das Gefühl, Fett von den Ketten oder Werkzeug in den Händen zu haben. Das gibt es. Kann sein. Also passiert. Also, ihm nicht, aber anderen. Ja. Kennt ihr sowas?
Und genau das ist wahrscheinlich der Knackpunkt bei mir. Ich glaube nicht, dass ich diese Hormone in dem Fall ausschütte, weil sonst hätte ich das so oft denken müssen. Ich mache aber niemanden einen Vorwurf. Weder den Leuten, die ich in meiner Schulzeit kennengelernt habe, noch meinen Vater, mit dem ich es teilweise wirklich schwer hatte, noch meiner Mutter, die abgehauen ist, nachdem mein Vater gestorben ist. Ja, ich habe heute keine Kontakt. Eine Person fehlt da noch. Also, so in so Beziehung. Wenn jetzt zum Beispiel der Vater tot ist, man kann dem Vater Vorwürfe machen und sich selbst auch, Rainer. Du hast dich da überall rausgenommen. Also du gehst davon aus, du hast in jeder dieser Beziehungen alles korrekt gemacht und da gibt's überhaupt nichts, was du hättest anders machen können, wo du im Nachhinein vielleicht sagst, ah Mensch, hätte ich doch, dann wäre vielleicht, mein lieber Scholli. Kontakt mehr mit ihnen. Das ist aber etwas, was ich aus freien Stücken entscheide, aber darüber hinaus habe ich keinerlei Hass über sie oder habe keinerlei andere Emotionen darüber. Für mich sind diese Menschen einfach nicht mehr existent, basta. Und ich lasse mich nicht davon runterziehen oder ich lasse mich auch nicht davon irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Und ich habe auch keinerlei reelle Bedenken oder sonst was darüber. Ja, also du hast keinerlei Bedenken, du lässt dich nicht davon beeinflussen, dass du es geschafft hast, deine eigene Mutter aus dem Haus zu ekeln und sie dazu zu bringen, zu sagen, ey, nee, mit dem will ich keinen Kontakt mehr haben. Gratulation. Also es gibt nichts da in die Situation, was mich da sauer macht oder so. Es ist erledigt, Ende. Und ich fress da auch nichts in mich hinein, weil irgendwo... An dieser Stelle dürft ihr euren eigenen Kommentar einsetzen. Ich denke, das passt ganz gut. Habt ihr? Okay. Irgendwie müsste man es ja merken. Also durch Albträume, durch irgendetwas. Tatsächlich ist es sogar so, obwohl ich so viele Jahre Stress mit meinem Vater hatte und Streit mit meinem Vater hatte, über was weiß ich wie viele Jahre hinweg. Mein Vater... Ich hatte erstmal, das wissen nicht so viele, das habe ich irgendwann mal schon erzählt. Okay, dann bleibt das jetzt unter uns. Rainer, ich hatte mit meinem Vater auch viel Stress. Und als er dann nicht mehr da war, habe ich mir dann auch überlegt, vielleicht hätte ich mich auch ein bisschen anders verhalten sollen, dann wäre weniger Stress da gewesen. Also, dass mir das komplett abgeht, das schockiert einen wirklich. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon seit einer Weile, aber trotzdem. Die haben das, glaube ich, nie wirklich ernst genommen. Das war auch mal auf dem ersten TS damals schon erzählt. Und zwar, als mein Vater gestorben war, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, Jahr später, habe ich einen Traum gehabt. Und anstatt irgendwie in dem Traum, dass ich mit meinem Vater gestritten hatte oder so, was die Mehrheit der letzten Jahre eigentlich so für mich und meinen Vater waren, habe ich eigentlich letzten Endes nur geträumt, das heißt nur, das war schon ziemlich emotional, dass ich eine Frau habe, zwei Kinder, meine Frau in der Küche ist, hier auf dem Hof, wo ich lebe, wo ich damals, ja, damals gelebt habe und wo ich auch heute noch lebe. Nee, jetzt nicht mehr, Rainer. Dass ich mit meinem Vater, dass ich mit meiner Tochter auf dem Arm am Grill stehe und ein bisschen Grill, ein bisschen mit meinem Sohn zusammen in den Tisch stecke und mein Sohn plötzlich. Also du stehst mit deiner Tochter auf dem Arm am Grill, während du mit deinem Sohn den Tisch deckst. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Zu mich und meine Tochter, die ich auf dem Arm habe, also ein bisschen um meine Tochter und dich. Spielt. Und daraufhin hat dann mein Sohn ist irgendwie zum Tor gelaufen und hat halt gemeint, irgendwann, Papa, komm mal her, da ist ein Mann, der will mit dir reden. Ja, und dann bist du zum Tor gebongelt und hast gebrüllt, runter von meinem Grundstück. Also auch schon viele Jahre her, ich weiß es nicht mehr ganz genau irgendwie. Jedenfalls bin ich da so, schaue ich so zum Tor und denke mir so, das kann jetzt sein. Und ich habe halt da einfach meinen Vater stehen sehen. Bin dann so zum Tor und habe dann halt geträumt. Im ersten Moment habe ich es halt wahrhaben wollen, dass er noch lebt, beziehungsweise habe ich irgendwie gedacht, dass er halt noch lebt, aber halt nicht, dass er halt gar nicht beerdigt wurde. Das war diese Verleumdung quasi. Er lebt noch, wurde aber nicht beerdigt. Hat er Glück gehabt. Also,
ich persönlich würde es mir verbieten, lebendig beerdigt zu werden. Da habe ich meine Prinzipien und da bin ich auch nicht bereit, von abzurücken. Beerdigen gern, aber erst wenn ich tot bin. Vorher nein. Bin ich strikt dagegen. Aber ja, kurze Zeit darauf hat sich dann halt herausgestellt, ja, dass ich halt meine Tochter so auf dem Arm habe und alles. Und dann ist mir bewusst geworden, dass mein Vater tot ist und dass ich quasi nur träume, dass ich meine Kinder ihm hätte noch vorstellen können. Die du nicht hast und wohl auch nie haben wirst. Also ich weiß nicht, ob dir das recht ist, aber also du hast ja in dem Traum ziemlich, du hast ja in dem Traum ziemlich klares Familienleben geträumt, ne? Geschlossen übrigens. Okay. Das Tor war geschlossen, also gilt ja für ein Kind mit Traumdeutung und wie gesagt, ich habe mich auch lange Zeit selber mit ein bisschen Psychologie beschäftigt. Ja, ich komme an dich nicht ran, das ist mir klar, weil du das ja studiert hast und alles. Und ich bin ja nur ein Laie in dem Ganzen, aber ich habe mich halt wirklich viele Jahre damit auch sehr intensiv beschäftigt teilweise. Und geschlossene Türen oder Tore in Träumen gelten ja als Barriere oder als Hindernis. Nein, ernsthaft? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eine geschlossene Tür steht als, also steht für eine Barriere? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Hindernis, das nicht überwunden werden kann, in dem Fall den Tod meines Vaters. Das muss gar nicht mal sein. Also Tore sind ja... Kann man auch öffnen. ...auch ein Eingang und ein Ausgang, ne? Also es kann auch ein einfach sein... Tor. Ja, aber trotzdem war ja hinter dem Tor was Positives, ne? Und ich weiß nicht, hast du das Tor geöffnet in dem Traum, oder? Nee, ich konnte es nicht öffnen, das ist der Punkt. Also du konntest es nicht das öffnen. Das Tor ist verschlossen, also nicht verschlossen im Sinne von zu, sondern verschlossen im Sinne von, es ist zu, es lässt sich nicht öffnen. Also, habt ihr verstanden? Das Tor ist zu, nicht im Sinne von zu, sondern im Sinne von zu. Ja gut, aber an dem... Wobei, also... Die Tür ist zu. Das hatten wir mal, das allererste Mal, als ich Pen & Paper gespielt habe. Da waren wir dann in so einer alten Burgruine und wir waren vor einer Tür. Und der Spielleiter sagt, die Tür ist verschlossen. Und wir natürlich, doof wie wir waren, alle aufs Charakterblatt geguckt. Oh, ich habe Schlösser knacken. 11% oder so gewürfelt. Nee, geht nicht. Der Nächste probiert auch nicht, auch nicht, auch nicht. Der Letzte hätte es fast geschafft. Und bei dem, also war schon... sehr nett vom Spielleiter, nicht beim ersten Versuch zu sagen, okay Leute, ihr schafft es nicht und fertig, sondern er hat wirklich jeden versuchen lassen, der Letzte hat es beinahe geschafft und da meinte er dann grinsend, ihr habt es jetzt fast geschafft, die Tür abzuschließen. War schön. Im Punkt kann es auch wirklich wieder auf diesen, auf einen nicht abgebauten emotionalen Ballast hindeuten, ne? Dass du das Gefühl hast von diese Vaterfigur, die da einfach dahingeschieden ist, ne? Dass du einfach keinen richtigen Abschluss hattest, so. Dass du eigentlich nochmal gerne, also dass du einfach gerne dieses ihn so als Familienmitglied nochmal so in dein Innigstes, in deine Familie aufgenommen hättest. Ja, und dass du eben auch quasi zeigst, Rudi, guck mal, es geht weiter mit unserer Familie. Ich bin nicht die Enttäuschung, die du all die Jahre in mir gesehen hast. Wer lacht da? Sondern es geht einfach, ich bin einfach ein ganz normaler Sohn wie alle anderen, wie du ihn dir gewünscht hast, der das Haus instand hält, der eine Familie gründet und jada, 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 alles Mögliche. Und das war halt nie der Fall. Nee, ich wollte ihm in erster Linie meine Kinder zeigen. Aber das ist ja ein Teil von dir. Deine Kinder sind ja ein Teil von dir. Ja, und mit diesem Teil ist der Ausschnitt auch beendet. Ich würde auch sagen, das reicht. Boah. Ich werde langsam heißer, merke ich gerade. Deswegen würde ich sagen, ich entlasse euch in den Restsonntag. Denn ihr habt dringend Erholung nötig. Morgen schon wartet der Montag. Und damit der Ernst des Lebens. Auf euch, auf mich, auf uns alle. Bis auf die, die Urlaub haben oder Ferien oder krank sind. Wer krank geschrieben ist, gute Besserung von mir aus. Deswegen... Hätte ich gesagt gehabt, ihr chillt jetzt noch den Sonntag. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Und bis dahin würde ich behaupten, möge das mit euch sein und Miss Sophie. Wenn jemand versucht, ein Gutachten zu erstellen, sagen sie ihm, das Tor ist verschlossen, aber zu oder so ähnlich. Ciao.
So, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.